Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 31 von Astroneer. Ja, letztes Mal haben wir uns wie Bolle über das mittlere Solarpanel gefreut, was wir da mitgebracht haben, aber mehr auch nicht. Und naja, jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ja, irgendwie wollte man raketenmäßig was haben, dass wir woanders hinkommen, aber das müssen wir uns dann nochmal genauer angucken, ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Unser Wagen ist da hinten. Solarpanel ist zu, weil keine Sonne scheint. Ich habe letztes Mal eine Batterie darunter genommen. Da bin ich ja immer noch am Überlegen, ob das die richtige Entscheidung war. Vielleicht sollte ich die Batterie doch wieder auf dem Wagen drauf tun. Aber eigentlich lädt das Solarpanel ja, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weiß ich auch noch nicht. Diese Verbinder, die können wir auf jeden Fall wegtun. Die liegen hier an der falschen Stelle, würde ich sagen. Aber wir brauchen auch noch ein weiteres Regal, Lager, sag ich mal, ne? Der hier ist ja für den Notfall eigentlich auch noch wichtig mitzunehmen. Ich glaube, den lassen wir noch dran. Ne? Okay, schauen wir mal, wie wir da weiter vorgehen. Oh, hier sind noch Gesteinsproben, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hier sind noch Forschungsproben, die wir noch nutzen können, dass die weiter geforscht werden. Ja, jetzt müssen wir mal gucken hier, ne? Was haben wir hier? F untersuchen. Große Plattform, braucht Harz. Buggy. Großer Drucker haben wir schon. Schmelzofen haben wir schon. Erzzentrifuge haben wir schon. Forschungskammer haben wir. Exo-Auftragsplattform. Keramik und Harz. Wo kriegt man Keramik weg? Aus Lehm. Wo war Lehm? Gute Frage. Harz ist klar, das haben wir schon um die Ecke. Ich glaube, wir brauchen diese Plattform. Gut, und wo ist der Lehm? Ich weiß, dass wir schon mal irgendwo Lehm hatten, ne? Ja, komm, zack, auf den Trecker und dann fahren wir los. Aber ich weiß nicht mehr, wo diese Lehmgeschichte war. Gute Frage, ne? Wo war Lehm? Gut. Vielleicht fahren wir mal da lang. Hier am Berg sind wir, glaube ich, sowieso noch nicht lang gefahren, oder? Ah, die Sonne geht auf. Das ist schon mal gut. Fahren wir mal hier weiter. Okay, hier ist ein Loch. Vielleicht fahren wir da besser nicht rein. Hier ist Harz und Gemisch zugleich. Warte mal, ist das was Besonderes? Ist das was, was man abbauen kann? Ist wohl nur Erde, oder? Jetzt ist es auch schon weg. Ja. Hier ist Harz und da ist Gemisch. Wenn ich mal wüsste, wo ich was. Ich habe schon mal Leben gehabt, meine ich. Ist nur die Frage, wo, ne? Da ist auf jeden Fall irgendeine Station. Ist da noch was Brauchbares dran? Ich glaube nicht. Ja, so Forschungsgedöns können wir noch ordentlich mitnehmen, ne?
Da ist schon wieder Harz. Vielleicht sehe ich das noch nicht, wie das aussehen müsste, müsste man wissen, ne? Okay, wir sind jetzt gleich mit Harz am Ende. Mit Strom am Ende. Hier ist auch Gemisch. Ist hier was dran an dieser Plattform? Ja, diese Verteiler sind da dran. Ne? Ja, komm, nehmen wir sie mit. Packen wir sie ein. Wer weiß, wofür es gut ist. Was ist das hier noch? Schrott. Alles Schrott. Ja, man könnte den Schrott ja auch mitnehmen, ne? Weiß ich aber nicht. Halten als Torpedo öffnen. Ne, irgendwie kann man es doch nicht mitnehmen. Ist diese Zapfen, ist das Lehm? Ne, ist Biomasse. Organische Ressource, ne? Tja, ich weiß leider nicht, wie es aussieht, das Zeug der Lehm. Wir können ja mal gucken, ne? Vielleicht sind wir es ja in der Astropedia, oder? Ressourcen. Leben, da ist er. So sieht er aus. Fundort, alle Planeten. Gemisch sieht so aus, das sieht so aus. Irgendwie so golden. Aber ich habe es jetzt hier noch nicht gesehen. Also. Diese Bubbles in Gold. Ich weiß auch nicht, wie groß so ein Planet ist. Vielleicht kann ich den ja auch umrunden, ne? Aber die Bubbles sind doch alle gleichfarbig, ne? Oder sehen die hier ein bisschen anders aus? Ne, das ist jetzt hier. Ganz normales Gemisch, oder? Ja, ist Gemisch. Da liegt er. Da liegt das Gemisch. Nimm es mit, bevor es schlecht wird. Das ist runtergefallen, das heben wir aber nochmal wieder auf. Wir sind ordentlich, ne? So. Okay. Das war es jetzt nicht. Hier ist jetzt auch nichts. Was sind das hier für Bubbles? Lass mal runtergehen und gucken, ob das hier was anderes ist. Ja, da sind sie. Ja. So, sehr gut. Lehm, Keramikgrundstoff. Da bin ich ja froh, dass ich das noch gefunden habe. Hätte ich jetzt natürlich auch solche anderen Dinger gesucht, ne? Okay, jetzt lass uns mal gerade überlegen. Nee, das brauche ich. Nee, das war's Quatsch. Kuh wollte ich haben. Und jetzt lass uns ein paar Sachen hier erstmal aus dem Rucksack nehmen. Wahrscheinlich auch wieder viel zu viel mitgenommen hier, ne? Da ist der Lehm. Ist da noch ein Bubbel? Nee. Hier oben haften. Das hat gut geklappt. Ich wollte nur hier das abmachen und dahin machen. Genauso wie den auch. So, den Harz setze ich da auch mal gerade drauf. Das sind zwei Erdkanister. So, die Dingens hier, die Bubbles sind wahrscheinlich noch nicht voll. Das passt erstmal. Jetzt muss ich nur überlegen, das habe ich alles eingetauscht. Jetzt möchte ich gerne doch noch mal den Rucksack haben und gucken, ob ich hier schaffe, so eine Marke zu setzen. Kleine Batterieverlängerung, Boost-Anpassung, Breite-Anpassung. Boah, Dynamit, Leuchtstäbe.
Ist das das? Verfügbar alle Planeten, Erdzentrifugal. Oh ne. Das brauche ich, organische Ressource. War das wirklich die organische Ressource, die ich... Sauerstofffilter, kleiner Kanister. Leuchtfeuer, das war's. Dafür brauche ich Quarz. Habe ich natürlich nicht mit, ist klar, ne? Quarz gibt's hier gerade nicht. Voll doof. Ist das da ein Windrad? Tatsächlich, oder? Das funktioniert auch noch. Wenn ich das hier dran schraube, ne, funktioniert das dann auch? Und macht Strom. Ist ja richtig genial, oder? Also Solar und Strom und Wind, das ist doch dann die Kombi, die wir brauchen, oder? Blöd ist, dass ich jetzt kein Leuchtfeuer setzen kann hier. Okay, der erste liegt da schon. Das bedeutet wegstecken und anbauen. Den da auch noch dran. Da hinten habe ich bestimmt noch zwei Plätze frei, ne? Oder? Ja. Also der noch dahin. Und der noch dahin. Das heißt, ich kann noch zweimal was aufladen. So, das weiß ich gar nicht mehr. War das schon der letzte? So, der liegt da jetzt rum, ne? Stopp. Weg. Haben wir Glück gehabt, dass wir da nicht runtergefallen sind. Hatte ich noch? Nee, ich glaube, ich habe hier alles schon besetzt, ne? Macht aber nichts, weil der muss jetzt für so ein Lehmding weichen. Hä? Aber jetzt hat er den schon automatisch getauscht, ne? Ja. Gut, okay, jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich es hin? Hier wieder hinzufinden. Und wie kriege ich es hin, wieder zurückzufinden? Kompass. Ne, das war nicht. Wo war denn jetzt die Taste mit dem Kompass? D? Ne. Das war hier irgendwelche Dancer, ne? Genau. Ah, da ist es. Forschungskatalog, Missionsziel, Kompass. Also unser Zuhause ist da. Betrete den mal. Es ist... Wie kann ich jetzt rausfinden, wo ich lang muss und hier wieder hinfinden? Schwierig, oder? Obwohl, ich glaube, ich bin nur hier rüber gefahren. Und da vorne ist schon der Rand, wo ich dann lang gefahren bin, oder? Kann er sein? Ich will's hoffen. Ich glaube, ich bin die ganze Zeit an diesem Gebirge lang gefahren. Hab da einfach die Seite gewechselt hier in dieser Enge. Ich will's hoffen. Sonst finde ich mich nicht wieder zurück. Aha, da hinten ist unser Zuhause.
Hat einigermaßen geklappt, oder? Nur die Frage, ob ich da wieder hinfinde, ne? Okay, hier ist der Weg dann dahin. Und jetzt stellt sich gerade die Frage, ob diese Hübbels hier links vielleicht doch auch lehm sind. Das wäre der Hammer. So, und wir sind da. Steigen ab. Und schauen dann, dass wir das alle abgepackt kriegen. Und das mache ich gerade offline und denke mal, dass wir in der nächsten Folge dann schauen, dass wir das mit dem Quarz hinkriegen, ne? Müssen wir mal schauen, oder? Vielleicht machen wir auch alles in der nächsten Folge. Ich muss mal gucken. Ich muss ja auch noch so ein blödes Regal mal machen, ne? Das ist ja auch noch so ein Problem hier. Ich sag mal erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.